mag ihr neues Ich, Esteban. Wurde auch Zeit, dass sie mal ein bisschen lockerer werden. Ich weiß nicht, ob der Genuss von Mezcal mitten in der Nacht mich wirklich zu einem besseren Crewmitglied macht. Aber natürlich, das Zeug hat Feuer. Und Feuer braucht man in diesem Krieg ganz dringend. Es macht höchstens Sodbrennen. Im Ernst, könnten wir nicht wenigstens einen anständigen Tequila besorgen? Sie sind der Nachschubspezialist. Nur zu. Esteban hat bei der Jungfrau in Nöten den Helden gespielt. Sie kennen doch mich und meine Jungfrau, Mr. Vega. In der Tat. Es diesem Schwein Kai Lengheim zu zahlen, muss ein gutes Gefühl gewesen sein. Das war es, keine Frage. Ich wünschte nur, wir hätten den Unbekannten erwischt, bevor er uns wieder austricksen konnte. Geht mir genauso. Naja, zumindest können wir zurück zur Erde. Ich wollte das immer. Ich kann nur hoffen, diese Reaper werden bezahlen. Für alles, was sie getan haben. Ich hätte Tessia gerne mal vor dem Krieg besucht. Man stelle sich vor, eine ganze Welt voller blauer Schönheit. Eines der Wunder der Galaxie, wenn Sie mich fragen.
schlimmsten Kriegsverbrechen von Cerberus. Die Zuflucht, beworben als sicheres Auffangbecken auf dem Planeten Horizon, in Wirklichkeit ein geheimes Cerberus-Labor. Gehirnwäsche, tödliche Experimente und Verbindung zu den Reapern. Die exklusiven Einzelheiten gleich bei Battlespace. Sind Sie in Ordnung? Ich komme aus einer Kolonie, Shepard. Bekenstein. Sie war ein direkter Nachbar der Citadel. War? War. Tut mir leid. Was? Die Reaper sind nicht mal gelandet, um zu ernten, sondern haben direkt aus dem Orbit das Feuer eröffnet. Weil die Reaper Industriegebiete bombardieren und wir Fabriken haben, die Ferngläser herstellen. Fabriken hatten. Sind Sie in Ordnung? Ich komme aus einer Kolonie, Shepard. Bekenstein. Sie war ein direkter Nachbar der Citadel. War? Tut mir leid. Kommt mir bekannt vor. Ich habe dieses Schiff studiert. Seine Crew. Es gab schon einmal eine Normandy. Sie starben bei einem Angriff. Sowas in der Art. Aber sie wurden wiederbelebt, um die Reaper zu bekämpfen. Wir beide haben ein paar Gemeinsamkeiten. Aber sie haben mehr. Die Gründe für ihren Kampf leben noch. Und die Freundschaft der Leute um sie herum. Und mehr. Sie und die Asari sind verbunden? Könnte man sagen. Dabei sind es nur ihre Pheromone. Wollen Sie deshalb weiterleben? Für die Zuneigung dieser Leute? Ich empfinde etwas für Sie, weiß aber, dass sie jeden Tag sterben kann. Sicher ist nur eins. Alle werden sterben, wenn wir diesen Krieg nicht gewinnen. Es ist besser, die Welt auf Distanz zu halten. Was Ihnen ziemlich gut gelingt, Jarvik. Was ist da drin? Das ist eine Echoscherbe, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wird. Jeder fügt seine Erinnerungen hinzu. Sieht aus wie diese Five Gums. Wie ein Sender. Wie weit reicht sie zurück? Bis in eine Zeit vor den Reapern. Sie ist alles, was von meinem Volk übrig ist. Und daran wollen Sie sich nicht erinnern? Wenn jeder, den Sie kannten, tot wäre und Sie sich nicht an Ihre Gesichter oder die Farbe des Himmels Ihrer Heimat erinnern könnten. Die Erinnerungen wären weg, aber der Schmerz auch. Würden Sie diese Erinnerung wollen, Commander? Nur um sie alle erneut sterben zu sehen? Wenn ich so etwas hätte, eine Erde sehen könnte, auf der alle noch leben, dann wäre mir das den Schmerz wert. Vor den Reapern gehörten die Sterne uns. Die Zivilisation blühte. Es gab die Quasar-Festung im Tirandi-Nebel, die Eiskanäle von Judor IV, die Palisaden der Verum Angelic. Es war großartig. Aber dann... Was ist? Die Reaper kamen. Planet für Planet wurden wir ausgelöscht. Wir wehrten uns. Ich... Sind Sie okay? Ich befehligte ein Schiff wie dieses. Eine loyale Crew, viele Freunde. Es wurde geentert. Nur ich entkam. Was geschah mit Ihnen? Indoktriniert. Die Reaper hetzten sie auf mich. Jahr um Jahr, Schlacht um Schlacht, jagten mich meine eigenen Leute. Jede Begegnung erinnerte mich an mein Versagen als Soldat. Tut mir leid. Ich wusste ja nicht. Bis zur Schlacht um den Kornier-Nebel. Ich hatte nur noch mein Messer. Ich trieb meine Männer in die Enge, durchschnitt allen die Kehle und ließ sie ausbluten, um sicher zu gehen. Das war sicher... An dem Tag habe ich begriffen, was Krieg ist. Gräuel im Namen des Überlebens. Eine Lektion, die ich lieber nicht gelernt hätte.
Ich bin für alles bereit, was vor uns liegt, Commander. Die Reaper haben die Galaxie lange genug heimgesucht. Es ist Zeit, diesen Albtraum zu beenden. Der Tod meiner Soldaten wird gerecht werden. Die Ereignisse im Kronia-Nebel waren nicht vergebens. Der letzte Proteaner erwartet ihren Befehl. Ich bin Technikerin, schon vergessen. Viel Glück bei dem Angriff. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Ganz bestimmt nicht. Ich habe sie mal schießen sehen. Na schön. Dann wünschte ich eben, ich könnte besser schießen. Und als nächstes wünschte ich, ich könnte mitkommen. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Donnelly. Die Normandy ist bereit, Commander. Ein Befehl und wir bringen sie zur Erde. Und Commander? Commander, die Normandy ist so bereit, wie sie nur sein kann. Für mein Team. Das empfinde ich ebenso, Gabby. Vorbereitet, komme, was da wolle. Und seien Sie und Commander, okay? Was immer heute. Jawohl, Ma'am. Es war mir eine Ehre und ein Privileg, mit Ihnen zu dienen. Das kann ich Ihnen zurückgeben. Finaler Kampf. Hey, Shepard. Das war hart. Zum Glück haben es alle rausgeschafft. Bereit für die Heimreise. Heim. Zurück zur Erde. Oh ja, ich bin bereit. Wird auch Zeit. Höchste Zeit. Und wenn die Reaper die Sachen angerührt haben, die ich zurücklassen musste, werde ich stinksauer. Bis später, Shepard. Sie sind seit den Tagen unter Captain Anderson weit gekommen. Es war mir eine große Ehre, diese Reise mit Ihnen zu bestreiten. Ich bin stolz auf Sie. Danke, Doktor. Leben Sie wohl, Shepard. Und viel Glück. Oh! Oh, wir haben nur, Ich wollte mich nur verabschieden und dann... Also... Muss sich einer meiner Kiefer in Ihrem Helm verhakt haben? Das könnte zu einem Riss geführt haben und ich habe ihn gebeten, mal nachzusehen. Naja, Sie wissen schon. Wegen des Infektionsrisikos. Wir wollten ja nicht die Mission gefährden. Also... Genau. Ich freue mich für Sie. Für Sie beide. Danke, Shepard. Danke, es hilft bestimmt, wenn man etwas hat, zu dem man zurückkehren möchte. Wieso zurückkehren? Das ist nur eine kurze Affäre, Vakarian. Ich will nur deinen Körper. Du bist so gemein. Und es macht mir überhaupt nichts aus. Wenigstens haben wir diesen Mistkerl Kai Leng getötet. Hoffentlich klappt das auch mit seinem General. Schon erstaunlich, wie sich der Kreis jetzt schließt. Die Citadel war das Zentrum der galaktischen Zivilisation, eine Falle. Kila Selai, Shepard. Danke für das Datenpaket. Die Ergebnisse finden Sie im Informationsnetzwerk-Terminal. Wie geht es Ihnen, Liara? Gut. Ich mache mir mehr Sorgen um Sie als um mich. Lächerlich, nicht wahr? Sagen Sie mir einfach, wenn Sie bereit zum Aufbruch sind. Thank you.
dann wollen wir mal loslegen. Sind jetzt die Reaper. Kein System mehr. Das ist der Schlachtplatz von Admiral Hackett. Commander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Erlaubnis erteilt. Jawohl, Commander. Commander? Admiral? Sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dann machen wir die Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Überall. Was für ein epischer Moment. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett, Ende. Shepard, die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum nicht direkt gegen die Citadel vorgehen? Das kann Ihnen Anderson sagen. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, das zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Die Arme müssen offen sein, um den Tigel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammertransporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Wie sollen wir von London aus zur Citadel kommen? Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht, die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Tigel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tigel lange zu schützen. Und ich dachte, die Vereinigung der Galaxie sei schwierig gewesen. Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber... Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tigel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück für uns alle.